Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Tram-Sim-Video. Wir haben Fahrt, können wir schon fahren? Ja. Ja, geht gleich los hier, hä? Wie gesagt, herzlich willkommen. Es gab ja ein Karlsplatz-Schlachthaus. Umstieg zur U4. Ein Update. Und zur S-Bahn. Change here for U4, beziehungsweise ein Patch. Und S-Bahn Services. Für Tramsim München und Tramsim Wien. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, das ist noch orange. He? Jetzt habe ich die Geschwindigkeit nicht gelesen. Ja. 25, okay. Ja, der E1 erscheint für ein paar Franken. Leider habe ich im Moment kein Geld, den zu kaufen. Darum konzentriere ich mich jetzt mal auf die Updates. Sie haben ein paar Details gefixt sozusagen, haben hier links das Rollo endlich hochgeklappt. Das kann man jetzt glaube ich hier selber hoch und runter fahren, solche Details gefallen mir sehr. Dann gab es ein paar Änderungen bezüglich jetzt haben wir hier schon wieder Verspätung wegen diesem Signal. Da hätten wir jetzt eigentlich durchhuschen müssen. Ja, nun. Genau, dann sollten im Rückspiegel, das habe ich jetzt gar noch nicht geschaut, das ist schon die Grün. Im Rückspiegel sollten die Fußgänger endlich nicht mehr im Boden verschwinden. Otto-Straße. Konzentrieren da, hä? Oh Gott, das also nicht. Wo war ich stecken geblieben? Genau, es gab Updates, die Fußgänger oder die Sims. Schauen wir jetzt gleich mal. Ja.
Ja gut, jetzt. Ja, sie versinken nicht mehr im Boden, aber dafür sind sie konstant am. Am Moonwalken sozusagen. Gleiten so über die Oberfläche. Ja, aber sie ist immerhin besser als vorher. Als sie da so komischen Boden versunken sind. Das ist schon mal sehr positiv. Dann kann man scheinbar die Weichen besser stellen. Dann gab es noch so ein paar kleine Details. Ich weiß jetzt die auch nicht mehr auswendig. So an Kreuzungen, irgendwo ein bisschen weniger Verkehr, aber das war glaube ich in Wien. Dann irgendwelche Ampelschaltungen verbessert. Ja. Naja, das Ibis haben sie, glaube ich, auch noch abgeändert. Muss jetzt ehrlich sagen, ich habe beide Texte durchgelesen von Wien und München. Bin jetzt mir nicht mehr ganz sicher. Welcher Text sich auf was bezogen hat. Bis jetzt sind wir noch pünktlich. Das ist ja unglaublich. Letztes Mal hatte ich irgendwie, habe ich 6 Minuten Verspätung oder so. Aber wir sind ja erst gestartet. Da ist noch viel Potenzial für Verspätungen. Ich bin übrigens noch im Wintermodus.
Moment. Ich kann das sehr gut an den Bäumen erkennen. Und weil es jetzt schon dunkel wird. Oh, jetzt habe ich vergessen zu klicken. Weil es schon dunkel wird. Jetzt sollte ich eigentlich schon wieder abfahren. He? Boah, das hat geklappt. Stark. Wir sind aber schnell ausgestiegen. Sind ja die Zeiten meistens so auf 20 Sekunden gesetzt für Ein- und Ausstieg. Richtung Schaltplatz. Türen auch wieder schließen. Entscheiden, hä? Aber es ist diese Haltestelle. Wir müssen jetzt, müssen wir geradeaus oder nicht? Ich glaube, jetzt können wir hier die Weiche stellen. Das hat wunderbar funktioniert. Ich hoffe jetzt. Ich habe die Weiche richtig gestellt. Oder ist das die Linie 27? Richtig gestellt. So, es geht doch wohl nicht ganz ohne Bug, hä? Zeitlich werden wir pünktlich. Gibt's ja nicht. Da kommen wir niemals vorbei. Komplettes Chaos. Und? Hä? Wirklich? Naja. Ah, jetzt geht's auch schon wieder. So. Ja, es war so ein halber Bug, hä? Wir können ja jetzt wieder fahren. Wir mussten kein Auto rammen. Ein Bug, der sich selbst gelöst hat. Jetzt haben wir halt Verspätung wegen dem Stau. He? Das gibt es ja eigentlich in Wirklichkeit auch.
Also. Geht das noch in Ordnung? Ah ja, das Verschwinden der Sims sollte auch behoben sein. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass ein Sim verschwunden ist. Vielleicht haben sie es nicht geschafft, an allen Haltestellen Scheitplatz zu setzen. Ah, das wollte ich schon sagen, 5,5 Minuten Verspätung. Nee, nee. 5,5 Minuten warten, glaube ich. Sollte das heißen. Könnte sein, dass wir nur 1 Minute oder so Verspätung haben. Das wäre ja unglaublich. Jedes Mal, wenn ein Update kommt oder ein Patch, entdecke ich neue Sachen und denke, hä, das ist aber neu. Dabei stimmt dir das gar nicht. Jetzt stockt es ein bisschen. Ja, ich würde sagen, tipptopp. Oh, die Tür habe ich offen gelassen. Nein, nein. Übrigens war ich in einem Repaint umher. Ja, tipptopp, oder? Würde ich sagen, bin zufrieden. Mir macht das Spiel halt immer noch Spaß. Ich bin begeistert von dem Spiel. Auch wenn es nicht ganz von Anfang an alles schön funktioniert hat.
Die ersten Videos waren, naja, nicht ganz so optimal. Da gab es noch viele Probleme mit den Sims, als sie eingestiegen sind und die Türen blockiert haben und so. Aber das haben sie jetzt alles wirklich verbessert. Die stehen nicht mehr in den Türen. Schönheitsfehler wurden behoben. Ja. Mir gefällt's. So, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.